Hallo, ihr süßen Puppis, ich bin's, eure Jurassic Parker, mal wieder live aus Berlin. Und ich habe die Jackie Weinhaus dabei. Mit dabei. Und heute ist Freitag. Der schwarze Freitag. Ein ganz besonderer Freitag, denn heute ist Black Friday. Auch in Berlin? Auch in Berlin, leider. Seit einigen Jahren gibt es das hier, genauso wie Halloween oder Valentinstag. Also diese ganzen Kapitalismus-Tage übernehmen wir ja gerade gerne aus Amerika. Und heute rennen sie alle die Bude ein und gehen in Malls, um da Dinge zu kaufen mit Rabatten. 30% oder so. Und da haben wir gedacht, wir gehen heute mal in den neuen Enddarm Berlins. Und zwar ist es nicht mehr der Alexanderplatz, sondern in Friedrichshain am Mercedes-Benz-Platz gelegen. Die Mercedes-Benz, Mercedes-Benz-Platz, das hat sich Mercedes-Benz gekauft. Die Rechte daran bis 2029 oder 2035. Wir wissen es nicht genau. Also ein international agierender Konzern darf sich hier ganze Straßenzüge kaufen. Und da wurde in den letzten Jahren eine fantastische neue Entertainment-Welt gebaut. Wunderbare Investorenarchitektur, möchte ich sagen. So spannend wie mein Durchfall nach einer Saufnacht. Genau, seelenlos und beschissen. Und da fahren wir heute hin. Da gibt es ein neues Einkaufscenter. Das heißt neuerdings jetzt Mall. Und zwar die East Mall. East Side Mall. Wir wissen es nicht so genau. Und der Vorteil an solchen Malls ist übrigens auch, dass es mehrere Straßenzüge übereinander sind, die definitiv klimatisiert werden müssen. Im Sommer kühl, im Winter warm. Das heißt, man möchte einfach nur eine Jeans oder eine Tasse kaufen und verpulvert dafür einfach Gallionen an Erdöl. Toll. Wir fahren jetzt mit der U1 bis Warschauer Straße. Oh Gott. Es ist gerammelt voll. Scheiße. Aber hier geht's noch. Sehr warm ist es aber hier. Das ist beschissen. Kennt ihr das, wenn es in der U-Bahn einfach riecht wie in einem Iltis-Käfig, aber es sind keine Iltisse da? Sind bald kommen. Es kommt noch jemand mit Fahrrad. Mit zwei Fahrrädern. Zwei Fahrräder? Und Bierflaschen. Alles klar. Ja. Freust du dich schon auf den Black Friday und die Mall? Nö, du? Nö. Was ist denn eigentlich mit deinen Haaren los? Ist es Salonqualität? Ist es Salonqualität? Also mittlerweile, weil es auch kalt draußen geworden ist, ist es auch Filzmützenqualität. Ja. Es ist an sich Salonqualität. Sieht aus wie so ein stinkender Iltis. Aber warum hast du nur zwei Fahrräder? Das sind nur zwei Beine. Seit vorgestern. Ja, aber was machst du mit zwei Fahrrädern? Du fährst auf beiden gleichzeitig. Gleichzeitig? Mit 14? Zwei Fahrräder? Ich möchte auch ein Bier trinken. Ich will ein Fahrrad. Guck mal, Jurassica, weißt du, was das so richtig, richtig beschissen ist? Nee, was denn? Der Black Friday. Oh ja, der Black Friday, der ist richtig beschissen, weil das ist Kapitalismus at its best. Und wir haben das von Amerika übernommen, warum auch immer, genauso wie Halloween. Und man versteht gar nicht genau, warum man am Black Friday noch mehr kaufen soll als sonst schon. Also ich meine, es gibt ja den Sale, den Mid-Season-Sale. Genau, dann stimmt. Gibt's den nächsten Sale, dann den nächsten Mid-Season-Sale. Ja. Also eigentlich ist immer Sale, bis Weihnachten ist und dann ist zwei Tage zu. Und dann ist ja schon wieder Weihnachtsgeschäft auch nach dem Black Friday. Also von daher, man darf immer ganz viel kaufen. Thanksgiving gab es jetzt auch. Wahrscheinlich ist die Steigerung für 2020 aus dem Black Friday heraus aus den USA Thanksgiving. Das heißt, in 2020 geben die Geschäfte in Deutschland einfach alles für umsonst weg, weil es heißt Thanksgiving. Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank für deine Erläuterungen. Wir schauen jetzt zurück zu Katja Burkhardt ins Studio. Katja, was hast du denn dazu zu sagen? Ein super Thema für den Herbst, denn jetzt sind wir ja mittendrin in der Strumpfhosenzeit. Und da haben wir einfach mal getestet, welche Strumpfhosen strapazierfähiger sind, die billigen oder die teuren? Und ihr süßen Mäuse, ich habe ja mit der Weinhaus ein ganz, ganz süßes Foto gemacht im Backstage der Popkicker. Und da haben wir mal die Schere gemacht. Ja, ich zeige euch das jetzt mal. Und wir haben vor, das jetzt auch in der Eastside Mall zu machen. Also auf dem Weg hin und auf dem Weg zurück auch. Ich finde, wir fangen jetzt schon mal an mit der Schere. Nee, hier mache ich das nicht. Nee, das mache ich nicht. Ich habe schon das Bein oben. Nein. Sogar, ich meine, du hast ja so tiefe Krater normalerweise. Richtiger Kraterporn. Man sieht nichts gerade. Ne? Wenn man in meine Poren morgens reinfällt, kommt man nie mehr raus. Nie mehr. Wirklich. Deine Poren werden ja auch als Kriegswaffe benutzt. Ja. Ja? Ja. Die schmeißen dich aufs Schlachtfeld und die Soldaten fallen da rein und kommen nie wieder zurück. Ja. Nee, und sollten sie rauskommen, haben sie eine Perücke auf ein sehr schlechtes Make-up an. Guck mal, da ist schon diese Eastside Mall. Wie süß die gestaltet ist. Guck mal, wie schön die aussieht. Sieht aus wie ein
ausgefranstes, abgeficktes Arschloch. Bon Jovi. I just saw, yeah, live my life alive. Meinst du, der war bekifft bestimmt, oder? Da vorne ist der neue, neu gebaute S-Bahnhof Warschauer Straße. Den bauen die seit mindestens 10 Jahren. Und ich möchte sagen, es ist das hässlichste und beschissenste Bauwerk, das ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ja. Ich sage das immer wieder gerne auf RTL 2 oder auf Pro7 wird die Warschauer Brücke gerne dafür genutzt, um zu zeigen, wie kriminell oder wie hip Berlin ist. Und weil Multikulti hier auch. Hier trifft sich nämlich die Berliner Feierszene. Und wir gehen jetzt hier runter. Da ist dieser wunderschöne, süße neue Bahnhof. Sieht aus wie ein Bunker aus dem Arsch rausgekackt. Moment. Ja. Also ich bin ja aus Bayern. Da gibt es ja sehr viel Kuh- und Schweinezuchtbetriebe. Und sieht aus wie ein Schweinezuchtbetrieb von der Seite. Das stimmt wirklich. Also eine ganz schlimme Mastanlage. Ganz schlimme Mastanlage, wo die Tiere lebendig geschlachtet werden. So sieht das aus. Meine Damen und Herren, guck mal hier. Und wie süß das gestaltet ist. Das ist hier. So einladend. Ich möchte sofort einkaufen. Ich habe so das Gefühl, jetzt möchte ich einkaufen. Lass doch mal die Kreditkarte glühen. Lass uns mal einkaufen, ein hier, Dispo sein. Wupp, wupp. Guck mal, wie süß das hier schon ist. Guck mal hier. Zeig mal, wie schön das hier ist. Wie schön das hier ist. Guck mal, wie süß das ist. Wie süß das gestaltet ist. Und da geht es jetzt hoch zur Eastside Mall. Wenn ich das Gebäude der Eastside Mall sehe, muss ich irgendwie an Tic-Tac-Toe und Cordon Bleu X denken. Es ist irgendwie sehr 90er. Man möchte Rayfern, Dr. Model, sich ein paar Kunst-Sonnenblumen in Zarpinnen und seine Schlaghosen mit Flanell aufpeppen. Nee, ehrlich doch, gesagt, wenn ich das sehe, möchte ich mich selbst anzünden. Das ist immer noch besser, als das hier zu sehen, ganz ehrlich. Vero Moda, Bijou Birgit, es ist alles hier. Und gerade am Black Friday, da kann man ja so viele Dinge kaufen. Wir gehen mal zu H&M. Ja, wollen wir? Ja. Ich habe nichts geklaut. Wir können gar nichts klauen, wir waren nämlich noch gar nicht drin. Wir sind gerade reingekommen. Hi. Da sind wir. Du Weinhaus, ich hätte gerne eine Paillettenjacke. Hast du vielleicht eine da? Wenn du nicht mehr so viel frisst, dann passt der da auch rein. So genau meine Größe. Was ist denn das, 46? Wer bist du eigentlich? Wer bist du? Ich bin deine Mutter. Und du? Dann bin ich dein Kind wahrscheinlich. Oh, deshalb stinkst du so eklig. Schwitzige Rössika. Wir haben uns zwei wunderschöne fleischfarbene Spitzen-BHs mit Push ausgesucht. Das ist aber ganz süß eigentlich, ja. Ja. Da passen halt unsere Fetttitten nicht rein, aber wir haben auf jeden Fall einen Profi. Ich möchte gerne einen anprobieren, der Anprobe dabei. Ein Probigerü. Du musst gerade Instagram, tut mir leid. Das Tolle ist ja auch an Malls, das ist wahnsinnig weihnachtlich. Festlich. Ist das weihnachtlich? Guck mal, Weinhaus, wie weihnachtlich das ist. Wir gehen zu Bershka, da gibt es eine schöne Freude. Ja, okay. Zu Bershka, aber da geht keiner hin. Was ist denn Bershka eigentlich? Ja. Oh. Was denn? Ja, aber Mäuschen, das passt dir. Ist das so ein Hosenanzug? Ach nee. Ja, passt mir nicht. Da sieht man mal die Eier. Wenn man sowas anzieht, dann hängen mal wie bei Fixie Fate. Weißt du, die Eier, was das ist? Ein Klötenzeiger. Ist ein Klötenzeiger, ja. Kennst du das nicht? Nein. Soll ich mal so machen? Warte mal. Oh, weia. Und der darf auch schwulen. Ja. Guck mal, der hat Nägel. Alle schwulen. Bershka. Erzähl uns kurz was über die Geschichte von Bershka. Bershka gehört, glaube ich, zu Zara. Ah, das ist für die Jungen, oder die, zu die wenig oder Geld zu haben. Oder zu Karstadt. Oder zu Starbucks. Starbucks oder Nestle. Entschuldigen Sie, Bershka gehört zu Zara, oder? Ja, das gehört zu Inditex. Inditex, also sag ich doch. Bershka gehört zu Inditex, genauso wie Zara. Dankeschön, danke, du musst aber bitte nicht sie sagen, sag bitte du. Kannst ruhig du sagen, Dankeschön. Wir sind sehr jung. Danke. Ich hasse das, wenn ich gesiezt werde, dann denke ich mal, so sehe ich aus wie ein Winzig. Bershka zu Inditex, das heißt wahrscheinlich, was aus Hongkong, was die Welt zerstört.
Ich liebe es ja, die Welt zu zerstören. Das macht so einen Spaß. Und gerade in der ersten Welt kann man so wunderbar die Welt zerstören. Und da gibt es nämlich genug zum Zerstören. Ja. Warum sagst du nicht, dass ich so aussehe? Weil du die ganze Zeit schon so aussiehst. Weinhaus, hast du richtig Bock auf den Black Friday? Nee, aber ich habe Bock auf dieses Kleid. Ja, mach doch mal, zieh dich doch mal an. Ich schwitze wie eine Sau. Ach so, das steht dir gar nicht. Ich finde, du siehst damit gleich 40 Jahre älter aus. Das ist auch... Das ist auch furchtbar. Und ich als Rückenpatientin, warte mal. Warte mal. Aber ich muss zwischen deine Beine hier. Oh. Aua, aua. Das ist mein Fuß. Und jetzt das sexy. Ist keine Schere. Jetzt sexy. Das ist keine Schere. Ich weiß. Das ist ein Teebeutel. Sexy. Aber ich muss mich mal drehen. Ja, so ist geil. So ist geil. Guck mal, jetzt, warte mal. Und jetzt sexy. Jetzt sexy. Oh. Hast du's? Ja. Ich hab's. Bin ich im Bild? Ja. Okay. Wir sind jetzt bei... Ja? Ich will jetzt einen Sekt. Ja, hol uns doch mal einen Sekt. Wir sind gerade bei Revanche. Fischkonserven, Kartoffelprodukte, Teigwaren. Fischkonserven. Eher bei der Kasse, was? Feuriges Caspacho, mediterran, warm oder kalt zu genießen. Nehme hier Erdnusssuppe afrikanisch. Afrikanisch? Und da auch Litli-Lünge. Litli-Lünge. Litli-Lünge heißt der Snack für zwischendurch aus Frankreich. Jurassic, klar. Ja. Da gibt es noch Beispiele, damit könnte man deine grobe Seele vielleicht ein bisschen reiner formen. Ist mir nur egal, dann lass ich die jetzt einfach da alleine stehen. Ist mir scheißegal, was die will. Also bisher hat mich das wirklich sehr große Gebäude weder von der Aufmachung noch von den Geschäften überzeugt. Sieht aus wie ein großer Sportschuhkarton. Ich zeig's nochmal. Riecht auch so. Wie so Weichmacher aus Turnschuhe raus. Sieht wirklich ganz schlimm aus. Und da drin ist es so seelenlos, wie ich es mir vorgestellt habe, oder? Boah. Falls der Bulle aussteigt, dann sage ich das Codewort: Bulle steigt aus und dann rennen wir los. Hast du aber sehr gut, Weinhaus. Jurassica, der Bulle im Auto bewegt sich also hektisch auch. Ich glaube, der macht die Zündung an. Der fährt jetzt hier vorbei. So, fertig. Der ist geil. Ja? Du Weinhaus, du hast ja immer so Probleme mit deiner Oberweite. Ja, ich mache hier mal Sport. Mhm. Also Langhandel, Kurzhandel und Weitlauftraining. Und Mittelhandel. Und Mittelhandel und Handelhandel und da brauche ich mal einen Sport-BH. Brauchst du einen Sport-BH? Deswegen habe ich mir gedacht, wir gehen jetzt mal zu Interinnen-Sport und kaufen einen Sport-BH. Weil wir sind ja auch Sport-Influencerinnen. Umschnall dir das. Ja. Guck mal da. Guck mal hier, das ist aber toll. Wie der Ansatz von dem Strap-On einfach. Nee, warte mal. Also du führst es praktisch so ein. Wenn man beim Wandern kleiner wird, ist es. Ist kein Problem. Ist kein Problem. Man muss doch Mensch bleiben. Also die Stöcke, die waren kleiner beim. Ein schönes
Sachen. Mongis Tor. Weihnachts, wir müssen jetzt nochmal die Schere machen. Ja. Und zwar dort auf dem Teppich. Na gut. Hier auf dem runden Teppich. Hier auf dem runden Teppich, komm. Warte mal, warte mal. Warte mal. Warte mal. Und jetzt Beine hoch. Ich kann nur. Ja, süß, süß. Und weiter geht's. Ist das beschissen hier? Was? Anders, komm. Au. Tschüss, war toll mit euch. Dankeschön. Bye. Sharing is caring.